27. 15 Alain Prost, Renault Turbo. Hier haben Sie nochmals die Startaufstellung. Villeneuve mit Reutemann, Arnoux mit Prost, Piquet mit Cironi, Watson mit Jones, Patrese mit Lafitte und dann die beiden Alfa Romeos von Bruno Giacomelli und Mario Andretti. In den letzten Reihen die Formel 1 Neulinge, Guerra, Salazar und Borg und Alboreto etwas weiter vorne. Und noch einmal Nummer 16, René Arnoux. Heute im Autodrom von Imola. Sie wissen, dass das noch nicht der Start war, sondern nur die Anwärmrunde. Tamburello, diese Passage geht voll, dann erreichen die Autos die Höchstgeschwindigkeit, die Turbos mehr als 300 Kilometer pro Stunde. Auch voll am Gas zu bleiben, was immer passiert, weil es von da weg sehr lange geradeaus geht und der Fahrer, wenn er in dieser Kurve bremsen würde, natürlich sehr viel an Geschwindigkeit verliert. Vierter Weltmeisterschaftslauf, großer Preis von San Marino in Imola. Zum ersten Mal seit 11 Jahren ein Grand Prix ohne Lotus. Sie wissen, dass der neue Lotus 88 verboten wurde und Colin Chapman hat seine alten Wagen, die Lotus 81, nicht hierher schicken wollen. Trainingsschnellster Villeneuve, dann Reutemann, dann die beiden Renault Turbos, dann Piquet und angefahren ist bereits Didier Pironi. Hinter ihm Rebacke. Es führt Carlos Reutemann, aber jetzt ist Gilles Villeneuve ihnen vorbeigekommen. Zum ersten Mal seit einem Jahr, seit dem brasilianischen Grand Prix 1980, ist Gilles Villeneuve auf Ferrari in Führung eines Grand Prix. Und Didier Pironi, der allerdings, glaube ich, einen Frühstart gemacht hat, ist an die zweite Stelle vorgekommen. Das ist der erste Ausfall und zwar einer der beiden italienischen Osellas. Entweder ist es Pepe Gabbiani, der Italiener, oder der Formel 1 Neuling Miguel Angel Guerra aus Argentinien. Damit das Feld bereits in der ersten Runde reduziert, nur noch 23 Wagen im Rennen. Sie haben gesehen, dass Elton Jones aus der vierten Reihe bereits nach vorne gekommen ist und seine Williams-Teamkameraden Reutemann eingeholt hat. Bei Ferrari vorne. Villeneuve und Pironi, dann die beiden Williams, Reutemann und Jones. Dann Mario Andretti, haben Sie hier gesehen, und der zweite Brabham von Hector Rebacke. Villeneuve, Pironi, Reutemann, Jones. Das war sicherlich sehr, sehr schwierig für alle Fahrer. Es war sicherlich ein Blindflug für die meisten, weil man bei Geschwindigkeiten von 200 km pro Stunde, wenn es Spray gibt und Gischt vom Vordermann, natürlich nicht sehen kann. Man kann sich dann eigentlich nur orientieren an den Zuschauern oder an den Leitplanken und darauf hoffen, dass der Vordermann oder der Nebenmann keinen Fehler macht. Die erste Runde geht vorbei. Erster Villeneuve, zweiter Pironi, dritter Reutemann, vierter John, fünfter Patrese, sechster Arnoux, siebenter Watson, achter Lafitte, neunter Piquet, zehnter Rebacke, dann Andretti, Giacomelli und Edi Chiba. In der Startrunde hat, wie gesagt, einen Osella betroffen, und zwar war es Miguel Angel Guerra aus Argentinien. Damit ist die Grand Prix-Premiere des 25-jährigen Argentiniers also nach 4 Kilometern bereits zu Ende gegangen. Hier haben Sie noch einmal Miguel Angel Guerra. Sie sehen, der Fahrer hat sich noch nicht befreien können. Es hat ihm vorne vermutlich die Pedale verbogen, sodass er sich selbst nicht befreien kann, aber es schaut aus, als wäre der Argentinier unverletzt geblieben. Der führende Villeneuve, der zweitplatzierte Pironi. Ein Williams fehlt, denn das war bereits Patrese. Patrese hat die beiden Williams gesprengt, hat also Jones überholt. Reutemann dritter, vierter Patrese und fünfter Jones. Über die Stallorder bei Williams haben wir, glaube ich, fast 2 Stunden Zeit, noch näher darüber zu sprechen. Warten wir ab, wie sich dieses Rennen zunächst einmal entwickelt.
Villeneuve führt 1,86 Sekunden vor Pironi, dritter Reutemann, vierter Patrese, fünfter Jones und sechster Arnoux. Ende der zweiten Runde, Villeneuve, Pironi, Reutemann mit dem Williams. Gelbe Fahne geschwenkt heißt Achtung, Gefahr, die weiße Flagge heißt, es ist ein Einsatzfahrzeug auf der Strecke. Elf Jones hat eine Kollision gehabt, haben Sie gesehen, beim Williams mit der Startnummer 1 ist rechts vorne die Staustür verboten gewesen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum der Weltmeister Jones zur 8. im Training heute bereits auf den 5. Platz zurückgefallen war, nachdem er zunächst unmittelbar nach dem Start 4. gewesen ist. Reihung nach der zweiten Runde sagen. Erster Villeneuve Ferrari, zweiter Pironi Ferrari, dritter Reutemann Williams, vierter Patrese Arrows, fünfter Jones Williams, sechster ist René Arnoux Renault, siebenter John Watson McLaren, dann Jacques Lafitte mit dem Ligier Talbot, dann Nelson Piquet und Hector Rebaki, also die beiden Treppenfahrer, dann Mario Andretti und Bruno Giacomelli, die beiden Alphas, dann der Italiener Andrea De Cesaris mit dem zweiten McLaren. Der Italiener Michele Alboreto, Formel 1 Neuling mit dem Tyrrell, Eddie Cheever mit dem Tyrrell Nummer 1, also Startnummer 3 liegt hinter ihm. Dann kommt Beppe Gaviani, der Italiener, ein ehemaliger Go-Kart-Meister, der heute seinen zweiten Grand Prix fährt in Long Beach, war ausgeschieden. Zweiter Fahrer von Osella, sein Teamkollege Guerra ist verunglückt. Dann Eliseo Salazar, der Chilene mit dem March. Jean-Pierre Jabouille mit dem Ligier Talbot, der in die Formel 1 zurückgekehrt ist und der sein erstes Rennen heute fährt, seit dem schweren Unglück von Montreal im Grand Prix von Kanada. Dann weit zurückgefallen Keke Rosberg mit dem Fittipaldi. Der Schwede Schwarzgut. Und ist jetzt an der Box. Hier sehen Sie es. Ich habe eine Startkollision vermutet, in die Elton Jones verwickelt war. Die Williams-Mechaniker versuchen, jetzt diesen Schaden zu beheben. Der Rettungswagen in langsamer Fahrt. Ich vermute, dass er zur Sicherheit von den Streckenbossen und der Rennleitung zum gestürzten Argentinier Miguel Angel Guerra gerufen wurde. Jean-Pierre Jabouille mit dem Ligier Talbot ist langsam geworden, wurde von zwei Wagen jetzt überholt. Jabouille hat immer noch Schwierigkeiten zu gehen. Er hat länger gebraucht, sich von dieser schweren Sturzverletzung in Kanada zu erholen, als man angenommen hat. Im Bild Jean-Pierre Jabouille. Das ist Keke Rosberg mit dem Fittipaldi und hinter ihm der Schwede Borgut mit dem ATS. Noch einmal der Boxenstopp bei Williams. Elton Jones benutzt die Gelegenheit, um Slicks aufzuziehen, also Trockenreifen. Dritte Runde geht zu Ende. Der Vorsprung der Ferraris ist nicht größer geworden. Erster Villeneuve, zweiter Pironi, dann Reutemann, Patrese, Arnoux, angegriffen von Boss, Jacques Lafitte, Piquet, Rebaki, also die beiden Breppen, dann die beiden Alfa Romeo, Andretti und Giacomelli, Andrea De Cesaris mit dem zweiten McLaren, Alboreto und Schieber mit den beiden Tieren, Gaviani mit dem italienischen Osella, ein Dreher jetzt auf der Zielgeraden, den die Reihe leider nicht im Bild hat, und zwar hat sich gedreht. Hier haben Sie ihn, Eliseo Salazar, der Chilene, mit dem March. Salazar ist Neuling in der Formel 1. March ist ein Team, das nach vierjähriger Abwesenheit heuer in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Salazar wird jetzt gleich von Zura überholt. Ich finde die beiden Tyrrell, 4 Alboreto und 3 Eddie Cheever. Nächster Boxenstopp bei Renault, Alain Prost.